Willkommen zu unserem Gravelbike-Abenteuer in St. Johann in Tirol. Heute nehme ich euch mit auf drei fantastische Touren, die wir in dieser malerischen Region erkundet haben. Zuerst sind wir das Kitzbüheler Horn angegangen, ein echtes Brett von einer Tour. Gestartet sind wir in St. Johann und haben uns zunächst auf einer asphaltierten Straße durch idyllische Bauernhöfe Richtung Berg aufgemacht. Die ersten knackigen 12-15% Steigung haben uns direkt warm gemacht, aber das Panorama war die Anstrengung wert. Beim Wolkenmooshof sind wir dann auf den eigentlichen Gravel-Abschnitt gewechselt und hier begann der Spaß so richtig. Der Schotter war in Top-Zustand und wir konnten es kaum erwarten, uns weiter hochzukämpfen. Nach einer kurzen, steilen Passage ging es erstmal bergab, bevor die Serpentinen uns endgültig gefordert haben. Oben angekommen wurden wir mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt und nach einer wohlverdienten Pause in der Hütte ging es mit ordentlich Schwung wieder ins Tal zurück. Die nächste Tour war die Gruttenrunde. Wir sind in Oberndorf gestartet und haben uns zunächst über flache Asphalt- und Schotterwege warm gefahren. Dann ging es in ein Waldstück, wo eine kurze, knackige Steigung uns direkt zum Grutten führte. Oben angekommen bot sich uns ein fantastischer Blick auf den wilden Kaiser. Die Abfahrt danach war herrlich entspannt, mit kleinen Hügeln und viel Schotter unter den Reifen. Ein Highlight war der kleine Single Trail, der ein bisschen Vorsicht verlangte, aber insgesamt viel Spaß gemacht hat. Zum Abschluss stand die Kaiserbachtal-Runde auf dem Programm. Nach einem regnerischen Vormittag klarte es endlich auf und wir machten uns am späten Nachmittag auf den Weg. Von St. Johann aus ging es zunächst nach Norden entlang des Radwegs an der Großache. Die Strecke wechselte zwischen Asphalt und Schotter und wir fuhren durch ein schönes Waldstück, das uns schon mal in Schwung brachte. In Schwendt legten wir eine kurze Pause ein, bevor wir uns auf den Schotterweg ins Kaiserbachtal wagten. Dieser führte uns entlang des Kaiserbachs, vorbei an beeindruckenden Felsmassiven und zwei gemütlichen Almen. Die Steigungen waren angenehm und der Ausblick einfach grandios. Für den Rückweg wählten wir die asphaltierte Straße, die uns in einer flotten Abfahrt zurück nach Griesenau und schließlich nach St. Johann führte. Jede dieser Touren hat ihren eigenen Charme und zusammen zeigen sie, warum St. Johann in Tirol ein echtes Gravelbike-Paradies ist. Ob herausfordernde Anstiege oder entspannte Runden, hier kommt jeder auf seine Kosten. Also schnappt euch eure Bikes und erlebt selbst, was diese Region zu bieten hat. Und wenn ihr mehr Fotos und unseren kompletten Bericht sehen wollt, kommt einfach auf Gravel Deluxe vorbei. Link im Profil und in der Caption.